Der innere Strom ist eine von mir erdachte Science-Fiction-Geschichte, die grundsätzlich kein Ende hat. Im ersten Kapitel wurden die Protagonisten vorgestellt und ihre Beweggründe und Ziele erläutert. Gleichzeitig begann ich, ein Universum um den inneren Strom herum aufzubauen. Im zweiten Kapitel kamen neue Welten und weitere Protagonisten hinzu. Den bereits existierenden Charakteren wurde mehr Tiefe verliehen und ihre Beweggründe klarer herausgearbeitet. In all meinen Filmen versuche ich bewusst, nicht in Gewaltexzessen zu enden. Auf YouTube dürfen die Community-Regeln, die auch für Kreative gelten, nicht vergessen werden. Ist man einmal auf einem bestimmten Index gelandet, ist es schwer, wieder herunterzukommen. Außerdem sind meine Episoden immer Teile eines größeren Ganzen. Um Rückblenden oder Erinnerungssequenzen einzubauen, muss der Film zunächst vorhanden sein. Handlungsstränge, die bewusst nicht weiterverfolgt werden, haben verschiedene Gründe. Einerseits möchte ich diese nicht wie ausgetretene Pfade behandeln, sondern Spannung für das nächste Mal aufrechterhalten. Mit dem dritten Kapitel, Galaktische Beziehungen, beginnt in der nächsten Folge. Im Universum des inneren Stroms gibt es jetzt genügend Planeten und Spezies, deren Protagonisten und Reaktionen auf bestimmte Situationen bekannt sind. In Kapitel 3 geht es um die Beziehungen der Bewohner der verschiedenen bekannten Planeten untereinander. Das normale Leben eben, nur in einem anderen Universum und auf einem höheren technischen Niveau. Juhu! Ich werde Verena anweisen, dass sie einen Schild über dich und deine Kleinen legt, damit dir das mit dem Wind nicht nochmal passiert. Vielen Dank, Henry. Du möchtest wirklich hier an diesem Ort mit deinen Kleinen leben? Oh ja, hier ist der beste Ort für mich und meine Kleinen. Ich wollte nur sicher gehen. Ist es dir recht, wenn ich von Zeit zu Zeit nach dir schaue? Aber sicher, ich würde mich freuen, dich wiederzusehen. Hast du etwas dagegen, wenn ich mich hier umsehe? Dieser Ort gehört mir nicht. Es steht dir frei, alles anzuschauen. Verena, ich benötige an meiner Position ein Erkundungsteam. Dieser Ort liegt über den Wolken, dennoch ist es hier warm genug, dass Palmen wachsen. Admiral, bitte bleiben Sie an Ihre Position. Wir sind sofort da. Es freut mich zu sehen, dass Sie sich den Absturz zu Herzen genommen haben. Über das Thema müssen wir noch einmal reden. Wer baut so weit oben so etwas in den Felsen? Die nächste Frage ist, zu welcher Zeit wurde das gebaut? Offenbar eine Sicherheitseinrichtung. Das sind humanoide Skelette. Es wird immer mysteriöser. Bitte nichts anfassen, alles könnte eine Falle auslösen. Henry zweifelte immer noch an dem Gesehenen. Hatte er wirklich durch Bohrer eine Bergfestung auf Durox gefunden? Dann dieser mittelalterliche Sicherheitsbereich vor der einzigen Türe, die es in diesem Gang gab. Verena war aufgefallen, dass sie den Ausgang nicht mehr scannen konnte. Keine ihrer Scanner, weder die der Cyborgs noch die von Verena, konnten das vor ihnen Liegende mit ihren Scanner erfassen. Von der Quertu aus konnte Verena gerade noch den äußeren Bereich des Eingangs erfassen. Irgendetwas im Felsen verhinderte, dass die Scanner die Materie durchdringen konnten. Mitten in der Nacht hatte Henry das Gefühl, dass etwas über seinen mentalen Geist streifte. Die Offenbarung der singulären Wiege. Es war ein ähnliches Gefühl, wie wenn er mit Aura kommunizierte. Deswegen war er sich sicher, dass es eine telepathische Präsenz war. Henry ging in den Teleporterraum, stellte den Ort-zu-Ort-Transport so ein, dass er direkt vor dem Portal materialisierte. Dieses Mal öffneten sich die Türen von alleine und Henry sah einen Gang, an dessen Ende Licht zu sein schien.
Henry rannte förmlich durch den vorderen Bereich der Türe, um nicht doch noch von diesem mittelalterlichen Sicherheitssystem gerichtet zu werden. Henry war durch den Stress, den er gerade empfand, völlig atemlos. Seine Augen begannen sich an die Dunkelheit in dem tiefen Raum, in dem er sich befand, anzupassen. Vor ihm erstreckte sich eine felsige Kathedrale, in deren Mitte eine Öffnung zum Himmel war. Von dort kam das Licht, das er vom Eingang aus gesehen hatte. Alleine schon wegen der Öffnung hätte Verena diesen Ort problemlos scannen müssen. Rein vom Aussehen her musste dies ein sehr alter Ort sein. Henry bewegte sich langsam und vorsichtig Schritt für Schritt zur Mitte hin. Wieder strich diese fremde Präsenz über seinen mentalen Geist. Jetzt im wachen Zustand war er sich sicher, dass diese Präsenz versuchte, mit ihm zu kommunizieren. Henry öffnete seinen Geist und suchte aktiv nach dieser Präsenz. Die Geräusche seines Atems hallten von den Wänden wider, deren Ausmaße er nur erahnen konnte. Es war mehr als nur eine Höhle. Es war ein geheimer Nexus, verborgen in den tiefen Felsen des Planeten Durox. Die Bergfestung, die auf keiner Karte zu finden war, die Gouverneur Norbu von Durox angefertigt hatte, war in einem alten, unscheinbaren Gebirge versteckt und entpuppte sich als Hüterin eines unvorstellbaren Geheimnisses. In einer uralten Schrift aus dem Archiv der Sokoliraner hatte er etwas über einen Ort gelesen, in deren Sprache von einem Nabel des Universums die Rede war, einem Ort, an dem die Schöpfungskraft des Urknalls noch immer wirkt. Auf Durox hatte er von der Existenz der Zeitkristalle erfahren. Kristalle, deren verschlungene, leuchtende Äderung das Maß der Zeit selbst beeinflussen sollte. Niemals hätte Henry geglaubt, dass diese vielen verschiedenen Legenden miteinander verknüpft sein könnten. Doch er stand vor jenem Zeitkristall, dessen Leuchten pulsierte, als könnte der Kristall die Anwesenheit von Henry spüren. Henry trat näher an die Mitte der Halle heran. Sein Herzschlag beschleunigte sich, als er plötzlich vor einem schwindelerregenden Abgrund stand. Es war, als ob er auf den Rand eines unendlichen Ozeans von reiner Energie blickte, einem kosmischen Nirvana, das in einem flirrenden Glanz tanzte. Sein Verstand konnte kaum fassen, was seine Augen sahen. Eine pulsierende Quelle der Materie, eine endlose Geburt von Möglichkeitsräumen. Er hatte viele Studien gelesen, Hypothesen durchdacht und Theorien betrachtet. Und doch hatte nichts ihn auf die Wirklichkeit und die Emotionalität dieses Augenblicks vorbereitet. Aus der Tiefe des Abgrunds erhob sich ein Klang, eine melodiöse Vibrierung, die eine alte, fast vergessene Sprache zu sprechen schien. Henry fühlte, wie der Zeitkristall vor ihm einen Vers dazu beitrug, eine Resonanz, eine Antwort. Als ob der Kristall und der Ort sich in einem uralten Dialog befänden, einer Kommunikation, die seit Äonen getrennt war und nun durch ihn, Henry, wiederbelebt wurde. In diesem Augenblick verstand er. Die Kristalle waren nicht bloß Artefakte der Zeitmanipulation, sie waren Relais, Schaltstellen zwischen den Welten und dieser Quelle. Die Entität da unten musste die Schlüsselstelle sein, der Punkt, von dem alles ausging und zu dem, wenn man es nur verstand, alles zurückkehren konnte. Er nahm all seinen Mut zusammen. Seine Stimme hallte im Einklang mit dem Pulsieren des Abgrunds. Ich bin Henry. Ich bitte um die Erlaubnis, mit euch kommunizieren zu dürfen. Die Antwort kam nicht in Worten, sondern in Empfindungen, tiefer Information, die sich in sein Bewusstsein webte. Es war ein Austausch von Gedanken und Erinnerungen, von dem, was war und von dem, was sein könnte. Dies war mehr als eine Entdeckung, es war ein Geschenk. Hier, in der Wiege des Alls, konnte Materie wirklich entstehen. Und es war möglich, mit diesem unfassbaren, ewigen Ursprung zu kommunizieren. Henry verstand jetzt, dass seine Reise noch lange nicht beendet war. Diese Erkenntnis würde alles verändern. Die Schöpfung war nicht abgeschlossen. Sie war in jedem Augenblick, jeder Ewigkeit, ein fortlaufender Vorgang. Mit diesem Wissen war eine Bürde auf seine Schultern gelegt, aber ebenso eine ungekannte Freiheit in seine Hände gegeben worden. Henry erhob sich, die Last und der Macht seiner neuen Rolle spürend. Es war an der Zeit, seine neu gewonnene Erkenntnis in Taten umzusetzen. Für Sarana, Antara, für Juwel, für Durox, für das gesamte Universum. Der Dialog mit der Entität.
In der undurchdringlichen Stille der Halle spürte Henry, wie seine eigenen Gedanken verstummten, um einer überwältigenden Präsenz Platz zu machen. Er hatte damit gerechnet, dass Kommunikation Sprache benötigte. Doch hier, in der Nähe dieser formlosen Entität, erkannte er, dass Worte nur eine schwache Reproduktion dessen waren, was Verständigung in ihrer tiefsten Essenz sein konnte. Mit dem Zeitkristall als Schnittstelle, geschmeidig und leuchtend, fühlte er, wie sein Bewusstsein in Schwingung versetzt wurde. Die Kommunikation bewegte sich jenseits des Auditiven in einer Symphonie des Gedankenaustauschs. Es war, als ob die Entität ein Organ war, das auf die Frequenz der Gedanken abgestimmt war, und der Kristall diente als Resonanzkörper. Die Entität strahlte in Form von Gefühlen, Bildern und intuitiven Erkenntnissen. Henry erkannte, dass sie keinen Namen trug, keine Identität, wie es Wesen seiner Art kannten. Sie war und ist und wird sein, ein ewiger Prozess, unberührt von der Linearität, die Menschen so gewohnt waren. Henry empfand die Unendlichkeit des Raums vor sich nicht mehr als einen leeren Abgrund, sondern als eine Fülle des Seins, aus dem alle Materie und Energie schöpfte. Es war, als ob die Entität ein Lied sang, ein Lied von der Geburt der Sterne, der Entfaltung von Galaxien, der leisen Seufzer von schwarzen Löchern, die in Vergessenheit versanken. Durch den Zeitkristall erhielt Henry Einblick in die Mysterien der Materieerschaffung. Jedes Atom, jede Subpartikel war durch diese Entität verbunden. Sie verriet ihm, dass die Materie nicht wahllos entstand, sondern dass sie auf ein gedankliches Muster reagierte, eine Blaupause, die aus der Tiefe des Universums hervorgegangen und in die Struktur der Wirklichkeit eingeschrieben war. Die Erleuchtung durchströmte Henry. Die Kristalle, zerstreut auf unzähligen Welten, waren viel mehr als nur seltene Phänomene. Sie waren Fragmente eines kosmischen Netzwerkes. Sie dienten nicht allein der Manipulation von Zeit und Raum, sondern waren Knotenpunkte, durch die dieser Urquell seine Schöpfung formte und lenkte. Er erfuhr, dass Sarana, Antara und Juwel, die Welten, die Beatrice bereist hatte, jeweils in Kontakt mit diesem Netzwerk standen, durch Mythen, Legenden und die Kristalle selbst. Ihre Zivilisationen hatten unabhängig voneinander mit dieser schöpferischen Kraft in Berührung gestanden, ohne deren wahre Bedeutung zu ergründen. Henry begriff nun, dass sein Weg vorbestimmt war. Die Entität brauchte einen Vermittler, eine bewusste Entität, die fähig war, die Verbindung zwischen den Welten zu stärken und das Verständnis für die Einheit des Universums zu fördern. Die Offenbarung, die Henry erfuhr, war jedoch nicht frei von Verantwortung. Er fühlte, wie eine Last auf ihn gelegt wurde, das Wissen um die Schöpfungsquelle, das nicht leichtsinnig geteilt werden durfte, um nicht jene ins Unglück zu stürzen, die mit dieser Macht ihren Frieden falsch gestalten könnten. Als die Kommunikation langsam abebbt, stand Henry mit einer neuen Gewissheit auf. Er war nicht länger ein einfacher Reisender zwischen den Sternen. Er war zu einem Wächter eines Geheimnisses geworden, das das Gefüge des Universums selbst beeinflussen konnte. Mit der Entität im Rücken und dem Wissen um die zeitlichen Kristalle als Werkzeug war er bereit, sein Schicksal anzunehmen. Der Wächter des ewigen Geheimnisses. Nach seinem Dialog mit der Entität war Henry verändert. Die Erkenntnis, Teil eines kosmischen Ganzen zu sein, prägte fortan jeden Atemzug, jeden Blick auf die Sterne. Der Zeitkristall war nicht nur eine Reliquie aus vergangener Zeit, sondern das Bindeglied zu einer Quelle, deren Potenzial unermesslich war. Als Wächter dieses Wissens legte Henry erstmals einen eisernen Entschluss an den Tag. Er wusste, dass seine Aufgabe mehr erfordern würde als bloße Vorsicht. Es galt, ein Gleichgewicht zu finden zwischen dem Teilen seiner Entdeckung zum Wohle des Universums und dem Schutz vor jenen, die das Geheimnis für ihre eigennützigen Ziele missbrauchen könnten. Die erste Herausforderung war die Einsamkeit. Dieses Wissen teilte er mit keinem anderen, und die Last war schwer. Er konnte nicht zurückkehren zu seinem alten Leben, zu den trivialen Sorgen und Freuden derjenigen, die von der Existenz der Entität nichts ahnten. Die zweite war die Versuchung. Die Macht, Materie und Energie zu beeinflussen, war verführerisch. Es wäre ein leichtes gewesen, sich selbst zu bereichern oder Einfluss zu nehmen, und doch durfte er nicht nachgeben.
Henry erinnerte sich an die sanfte Mahnung der Indität, dass wahrer Fortschritt in Harmonie und nicht in Herrschaft lag. Die dritte Herausforderung stellten diejenigen dar, die bereits ein Gespür für das Mysterium des Universums hatten. Es gab bereits Hinweise darauf, dass andere Wesen, ob durch Zufall oder durch ihren eigenen Wissensdurst getrieben, auf die Spur der Indität und der Kristalle gestoßen waren. Er musste wachsam sein und sicherstellen, dass kein Unwissender oder Machtgieriger den Weg zu dieser Quelle fand. Die vierte Herausforderung lag in einem inneren Konflikt. Es war die Frage, wie viel Einfluss er selbst nehmen durfte, wann es gerechtfertigt war, einen Eingriff zu wagen, um das Gefüge der Galaxie zu schützen oder zu lenken. Seine Offenbarungen gaben ihm keine absoluten Antworten, nur die Erkenntnis, dass jede Handlung Folgen hatte, die weit über ihn hinausreichten. Die größte Prüfung jedoch stand noch bevor. Sie kam in Form des Konflikts zwischen den Vorikander und den Welten, Sarana, Antara und Juwel. Die Vorikander hatten im Planetensystem, um den Planeten Antara aus dem lebensnotwendigen Gleichgewicht zu bringen, absichtlich einen Mond zerstört. Das kosmische Netz wurde durch diesen Gewaltakt der Vorikander bedroht, sogar zerstört, wenn nicht eingegriffen würde. Henry konnte die Existenz der Indität nicht offenlegen, er musste selbst handeln. Er nahm telepathisch Verbindung mit dem Zeitkristall auf. Er bewegte sich in der Zeitlinie an jenen Punkt zurück, an dem die Drohne von Claudia das Schiff der Vorikander zum ersten Mal erfasste. In seinen Gedanken formte er einen Mikroasteroiden, der die Außenhaut des Vorikander-Schiffs durchschlagen würde, um im Anschluss den Energiekern ebenfalls zu durchschlagen. Somit war die Gefahr für das kosmische Netz vorerst gebannt. Henry wusste jedoch aus seiner Vergangenheit, dass die Vorikander die Welten der Xologs, Sugox und Saidurs vernichten werden. Henry bewegte sich mit dem Zeitkristall auf die Heimatwelt der Vorikander zu. Er war versucht, die Vorikander-Welt zu verglasen, doch er löste sich vom Zeitkristall. Er musste der Zeitlinie ihren freien Lauf lassen. Bis jetzt hatte er nur das kosmische Netz geschützt. Er konnte nicht alle schützen. Bevor Henry wieder in seinen eigenen Zeitpfad zurückkehrte, musste er dafür sorgen, dass das jetzt fehlende Sarana-Protokoll initialisiert wurde. Honigsüß und seidig flüsterte er Krieg den Gedanken zu, diesen Schutzmechanismus für Durox zu entwickeln und ihn gleich auf dem Planeten zu installieren. Als Henry einen halben Zyklus später im Zeitpfad nachschaute, hatte Krieg das Sarana-Protokoll bereits auf dem Planeten Durox etabliert. Beruhigt kehrte Henry in seinen eigenen Zeitpfad zurück. Etwas stimmte nicht. Henry spürte es schmerzhaft. Er hatte plötzlich eine Vision. Dann kam die Gewissheit. Ein fremdes Individuum hatte sich eines der kleineren Zeitkristalle im Netzwerk bemächtigt. Sofort verband sich Henry mit dem zentralen Zeitkristall und suchte das Netzwerk nach dem Verursacher ab. Nach einer intensiven Suche fand Henry den Ort. Es war eine Welt im Sektor Sigma 347, eine Welt voller Telepathen. Henry brauchte eine Einladung. Er strich aalglatt ins Bewusstsein des Telepathen und flüsterte ihm den Gedanken ein. Ich brauche den Teleporter von Touch. Nur so erlange ich vollen Zugang zur Macht des Kristalls. Als der Telepath seinen Untergebenen dies auftrug, lächelte Henry. Jetzt konnte er sich zurückziehen. Jetzt hieß es warten. Mehr konnte er nicht beeinflussen, sonst hätten sie ihn bemerkt. Henry löste sich vom Zeitkristall, von außen betrachtet war er nur einen Parsec in der Burgfestung gewesen. Unbemerkt legte er sich wieder ins Bett und schlief vor Erschöpfung sofort ein. Am nächsten Morgen erwachte er völlig verkatert, er brauchte einen Kaffee. In der Küche herrschte schon reges Treiben, alle Schwestern waren schon anwesend. Mitten in der Nacht ging ein Hilferuf von der Raumbasis Celesta ein. Es war niemand geringer als Henrys alter Freund Touch. Über die ganzen Jahre seit ihrem ersten Treffen hatten die beiden Männer eine tiefe Freundschaft gepflegt. Henry versorgte Touch regelmäßig mit Gütern. Im Gegenzug behielt Touch die einzige Teleporter-Einheit, die es außerhalb des Schwarms gab, in seinem privaten Besitz. Henry, mein Freund, ich brauche Hilfe sofort. Ich bin gerade noch in meinen sicheren Raum gekommen. Ich weiß nicht, wie lange Sie brauchen, bis Sie mich finden. Bevor dies passiert, werde ich meinen letzten Teleport in den Energiekern tätigen.
Ich hoffe inständig, dass du rechtzeitig da bist. Henry alarmierte sofort die Spezialkräfte, zu denen mittlerweile die Phantomjäger, die neuen autriskanischen Jäger und Aura gehörten. Mit dieser kleinen, aber schlagkräftigen Einheit hatte Henry die Verteidigung von Durox erheblich gestärkt und den Autreska das Zugeständnis gemacht, immer in seiner Nähe sein zu können. Ich starte das System. Flugkontrolle, die Systeme reagieren normal. Ich leite jetzt die Startsequenz ein. Ein Flugkorridor ist bereit. Die Reaktoren reagieren normal. Flugkontrolle, ich starte jetzt die Triebwerke. Startfreigabe. Start nach eigenem Ermessen. Danke, Flugkontrolle. Guten Flug. Seit dem Notruf und dem Start der Spezialeinheit waren nur 15 Parsec vergangen. Dank Aura konnte der gesamte Kampfverband auf einmal den Phantomtunnel nutzen. Zwei Co-Piloten und Talia kommen mit mir mit. Der Rest von euch behält die fremden Schiffe im Visier. Sie haben uns noch nicht bemerkt. Los, Schwestern. Nicht wartet. Ich sagte, ihr sollt warten. Das tut richtig weh. Wow, mein Kopf. Ich fühle mich wie betrunken. Bis Talia und ihre Schwestern wieder einsatzbereit waren, konnte Henry nicht warten. Ich hoffe, ich störe nicht. Bin ich froh, dich zu sehen. Touch, du brauchst keinen unüberlegten Teleport mehr zu machen. Einen Teil der Angreifer habe ich schon ausgeschaltet. Jetzt kümmere ich mich um den Rest. Weißt du, was sie wollen? Sie wollen deinen Teleporter. Ich erkläre dir alles, wenn ich mit ihnen fertig bin. Henry suchte nach den restlichen Angreifern der Sombrenz. Als er ihre Präsenz erfasste, packte er sie mental und schickte sie schlafen. Als sie wieder zu sich kamen, waren sie Henrys Gefangene. Sie versuchten, Henry mit ihren mentalen Kräften auszuschalten. Doch einen Moment später erkannten sie, dass sie diesem Telepathen nicht gewachsen waren. Interessant. Ihr habt etwas, was ich möchte. Ich werde euch nach Zephyrion begleiten. Oh, das ist eine schlechte Idee. Meine Schiffe sind den euren ebenfalls überlegen. Die Idee mit der Steintafel finde ich interessant, doch die Mühe hätte sich der Meister nicht machen müssen. Es ist eben halt nur eine nette Idee. Nein, die Vorikander werden euch nicht mehr helfen können, aber danke, jetzt weiß ich, warum sie so aggressiv sind. Henry verabschiedete sich von Touch und stellte ihm zwei Drohnenschlachtschiffe zum Schutz ab. Dann teilte Henry seinen Kampfverband, er nahm lediglich Aura und Talia mit. Mehr konnte er mental nicht schützen. Sämtliche Jäger sollten wieder zurück nach Durox. Auf der Reise nach Zephyrion wollte Talia wissen, was Henry in den Gedanken der Telepathen gelesen hat.
Angeblich gibt es eine Steintafel, auf der wir alle zu sehen sind. Doch das ist eine Illusion von dem mächtigsten Telepathen auf Zephyrion. Er möchte unbedingt unsere Teleporter-Technologie. Die du ihm natürlich nicht geben wirst. Warum gehen wir also mit? Ich habe in ihren Gedanken gelesen, dass dieser Telepath einen Zeitkristall hat. Er könnte also jederzeit in die Vergangenheit gehen und uns schaden. Noch wissen sie nicht, dass ich ihre Gedanken allesamt lesen kann. Henry, es sind so viele Telepathen. Hast du keine Angst, dass sie dich überwältigen? Nein, Talia. Mich wundert, dass sie den Namen ihres obersten Telepathen nicht kennen. Sie nennen ihn nur Meister. Und das seit Generationen. Er ist offenbar in der Lage, seine Lebensspanne selbst zu verlängern. Du wirst hier bei Aura bleiben, während ich auf den Planeten gehe. Aura wird dich schützen. Henry teleportiert in den Thronsaal des obersten Telepathen von Zephyrion. Henry sah einen kleinen Kristall in einem goldenen Gefäß vor dem obersten Telepathen stehen. Es war nicht der Zeitkristall, jedoch hatte dieser kleine Kristall die Verbindung zum hiesigen Zeitkristall. Es war ein schwacher Ersatz für die wahre Macht des Zeitkristalls dieser Welt. Es war aber etwas Gutes für Henry. Er brauchte also nicht gegen diesen Telepathen zu kämpfen. Henry schloss die Augen und nahm Kontakt zum eigentlichen Zeitkristall dieser Welt auf. Dabei erfuhr Henry, wie es der Meister machte, dass er so alt wurde. Er saugte seinen Gläubigen einen Teil ihrer Lebensenergie ab. Henry trennte die Verbindung des kleinen Kristalls zum Zeitkristall. Natürlich merkte dies der Meister. Da war er, der Name des Meisters, Aragorn. Man hatte ihn einst Aragorn, den Trübsinnigen, genannt. In seinem Hass hatte er seinen Meister getötet, indem er ihm die Lebensenergie ausgesaugt hatte. In seinem jetzigen Versuch, wieder Kontakt zum Zeitkristall zu bekommen, nahm Henry ihm die gestohlene Lebensenergie. Doch Henry nutzte sie nicht für sich. Er gab sie denen zurück, die bestohlen worden waren. Es ging sehr schnell, die Veränderung konnten alle sehen. Henry sorgte dafür, dass die Gedanken des Meisters den gesamten Saal durchströmten. Es dauerte nicht lange und Aragorn, der Trübsinnige, war wieder er selbst. Henry ließ ihm gerade so viel Energie übrig, dass er noch lebte. Der kleine Kristall löste sich auf. Lasst euch das eine Lehre sein. Es gibt Dinge, die man besser nicht berührt. Der Kristall dieser Welt wird ab dem heutigen Tage jedem, der versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen, auf die gleiche Weise richten wie Aragorn den Trübsinnigen. Henry musste sicher gehen, dass der Zeitkristall von Zephyrion weiterhin sicher war. Er nahm erneut Kontakt zum Zeitkristall dieser Welt auf, dieses Mal um den Ort des Zeitkristalls selbst zu besuchen. Eine dunkle Falte in der Raumzeit wies Henry den Weg. Es fühlte sich an wie ein glatt poliertes Feld mit vielen Windungen. Er ließ sich von den Windungen treiben und tauchte direkt vor den Zeitkristallen auf. Jetzt verstand er, warum es Aragorn unmöglich gewesen war, einen direkten Kontakt zum Zeitkristall dieser Welt aufzunehmen. Der Kristall bestand nicht aus einem Stück, er bestand aus vielen Fragmenten, die es einem Fremden unmöglich machten, damit zu kommunizieren. Aragorn hatte die gesamte Geschichte der Sombrenns über die vielen Generationen, die er sie beherrscht hatte, verändert. Die Sombrenns waren einst ein Volk des Lichts gewesen. Erst Aragorn hatte sie in die Dunkelheit geführt. Aragorn hatte auch die Vorikander zu dem gemacht, was sie heute waren. Im Grunde war Aragorn schuld, dass so viele der Welten durch die Vorikander vernichtet worden waren. Es war unfassbar. Nur um an die benötigte Lebensenergie zu gelangen, ließ Aragorn diese Welten zerstören. Währenddessen im Thronsaal. Die einstige Ergebenheit der Jünger von Aragorn schlug in blanken Hass um. Gegen diese geballte Wut konnte der geschwächte Meister nichts mehr aufbieten. Aragorn wurde durch seine eigenen Jünger gerichtet. Diesha, jetzt als die älteste der Sombrenns, stand das Recht zu, den Geist von Aragorn mit all seinem Wissen über die wahre Herkunft der Sombrenns zu extrahieren. Für Diesha war es äußerst schmerzhaft, all dieses verdorbene Wissen des Meisters in sich aufzunehmen. Sie beschloss, nur das Gute mit ihrem Volk zu teilen, das Böse jedoch als ständige Warnung an sich selbst mit keinem zu teilen. Diesha erkannte, dass der Telepath, der Aragorn seine Macht entzogen hatte, genau wusste, was er tat. Er hatte allen Sombrenns die Verdorbenheit des Meisters offenbart, jedoch keine Einzelheiten preisgegeben.